Hey Leute, momentan haben wir das Event Ambulas Reborn und ich habe mir gedacht, da man sich so viele Mods von den Animo, die man durch die Ambulas bekommt, kaufen kann, mache ich mal ein ganz kurzes Video für euch darüber. Denn nicht alle Mods sind gut, um genauer zu sein, es sind nur zwei Mods wirklich gut, einer ist okay und der Rest ist eigentlich Müll. Aber man kann sich alle Mods holen, ganz klar, man muss nur damit rechnen, dass man wirklich Zeit rein investieren muss. Also, um jetzt alle Mods zu bekommen, habe ich ungefähr 8 Stunden gebraucht. Fangen wir mal an. Ich will zuallererst schon mal sagen, ich weiß gerade nicht alle Effekte auswendig. Zum Beispiel hier ist jetzt der Wahrheitseffekt, hier der Entropieeffekt, Gerechtigkeitseffekt und so. Das sind im Normalfall immer Explosionen, die einen Elementarschaden machen, Damage drücken, den Proc davon auslösen und so einen kleinen Buff auf unsere Stats geben. Ich weiß die deshalb nicht alle auswendig, weil man sie auch eigentlich alle nicht braucht. Die sind einfach nur ganz nett, um Damage zu machen. Und der einzige, der wirklich gut ist, ist von Red Veil. Weil bei dem machen wir ein AOE-Viral-Proc. Bedeutet, alle Gegner haben halbiertes Leben und das ist was richtig Gutes. Fangen wir aber jetzt mal hier ganz vorne an. Silver und Aegis, wenn wir blocken und Schaden bekommen, absorbieren wir 25% des eingehenden Schadens, speichern den und der wird dann beim nächsten aufgeladenen Angriff abgegeben. Ja, okay, dann sollte man eigentlich mal auf aufgeladene Angriffe spielen. Ich muss gestehen, dieser Silver und Aegis Mod ist der einzige Mod, den ich jetzt noch nicht einordnen kann, weil Silver und Aegis muss ich mir komplett nochmal anschauen. Wir haben mittlerweile so viele Tank-Mods und generell Mods für die Aegis bekommen, damit die interessant wird und die hat noch einen Rework bekommen. Von daher, ich behaupte einfach mal, dass dieser Mod nicht gut ist. Ich bin mir da auch eigentlich zu 80% sicher, aber wie gesagt, ein bisschen Ungewissheit ist, aber wenn ihr einfach die besten Nahkampfwaffen haben wollt, zum Beispiel Atarax, Skeletine, sowas, da braucht ihr euch um die Silver und Aegis nicht zu kümmern. Beziehungsweise ich sollte es anders formulieren. Die Silver und Aegis wird niemals eine unserer Top-Waffen sein. Da wird dieser Mod auch nichts dran ändern. Aber wenn man Silver und Aegis spielt, könnte dieser Mod unter Umständen interessant sein. Ich denke, jetzt habe ich es mal richtig ausgedrückt. Obex-Mod, der ist sowas von schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir einen Gegner mit einem Crown-Finisher töten, erst dann können wir 1000 Schaden machen an umliegenden Gegnern, plus 20% des gegnerischen Maximallebens als Explosionsschaden in einem 10 Meter Radius. Klingt an sich ganz nett, aber wir müssen die Gegner mit einem Crown-Finisher töten, wir müssen dafür einen Modplatz verschwenden, und der Mod ist einfach nicht gut, ganz im Ernst. Das klingt jetzt vielleicht alles super toll, aber wenn ihr es mal ausprobiert habt, dann werdet ihr direkt merken, das ist nicht so toll. Explosionsschaden haben viele Gegner schon mal eine Reduktion drauf. Weiterhin, 20% ist jetzt nicht die Welt, außer wir haben jetzt einen super starken Gegner vor uns. Und selbst dann, naja. Wenn die Gegner Rüstung haben, werden die 20% nochmal negiert, was bedeutet, wir machen zum Schluss eigentlich überhaupt keinen Schaden mehr. Nur als kleines Beispiel, Level 145er Heavy Gunner hat 98,2% Damage Reduced. Das bedeutet, wir machen nur noch 1,8% unseres ursprünglichen Schadens. Also, da könnt ihr das hier in die Tonne treten. Und ganz davon abgesehen, in der Obex haben wir keinen Platz dafür. Ich habe da einen komplett neuen Bild für gemacht, werde ich später auch noch ein Video dazu machen. Und glaubt mir, wir wollen diesen Mod gar nicht haben. Der nächste Mod ist für die Kunai, gestapelte Zerstörung. Und ich muss sagen, das ist dieser Mod, der so ganz akzeptabel ist. Nicht, weil wir jetzt so einen supergeilen Bonus durch die erhöhte Magazinkapazität haben, was 200% ist, sondern einfach wegen dem Haucheffekt. Wenn wir die Kunai spielen, warum auch immer, dann sollten wir dieses Augment benutzen. Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben den Haucheffekt. Der Haucheffekt macht AOE-Viralschaden und halbiert von allen Gegnern das Leben. Und das ist ein richtig, richtig guter Effekt. Die Magazinkapazität ist uns mehr oder weniger egal, ist ein ganz nettes Gimmick, aber alleine wegen dem Viralschaden lohnt es sich auf jeden Fall, wenn wir die Kunai spielen sollten, diesen Mod reinzumachen. Der Lanka-Mod ist mal wieder so ein absoluter Bullshit-Mod. Habe ich jetzt nicht gesagt. Also dieser Mod ist einfach nur schlecht, weil wenn wir damit einen Gegner abschießen, muss ich jetzt anders formulieren. Wenn wir fliegende Feinde damit abschießen, können wir eine kleine Elektrofalle auslösen. Aber, Punkt 1, wir haben keinen Platz in der Lanka dafür.
Punkt 2. Es zählen nur Feinde, die von sich aus fliegen. Bedeutet Gegner, die zum Beispiel durch eine Bastille in der Luft gehalten werden, bei denen funktioniert das nicht. Punkt 3. Wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Gegnern, die wir damit treffen können. Und Punkt 4, der Damage stimmt einfach nicht. Also alles in allem schlecht. Und der Syndikatsbrock, kann man auch vergessen, ist nicht Red Veil. Der Mitre-Mod, das Ding ist jetzt so mega, 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 mega stark. Also wow. Viele sagen, man braucht diesen Mod nicht. Ganz im Ernst, die haben noch nie richtig hoch gespielt. Man braucht diesen Mod. Durch diesen Mod wird die Mitre eigentlich schon fast zu einer Must-Have-Waffe, die jeder Spieler besitzen sollte, oder die zumindest einmal in jedem Team vertreten sein sollte, die gegen Korpus oder Korrumpierte spielen. Aus dem ganz einfachen Grund, eine 90% Chance, Nullfelder direkt zu zerstören, das ist einfach göttlich. Umso höher und umso weiter wir spielen, umso robuster werden die Bubbles, umso schwerer werden die Down zu bekommen und umso mehr bekommen wir auch von diesen Gegnern. Ich werde auch gleich noch kurz ins Simulacrum gehen und euch mal zeigen, wie dieser Mod abgeht. Also übertreibe ich jetzt mal, für 20 Nullfelder brauche ich ungefähr 3 bis 4 Schuss, um die alle tot zu bekommen. Und das Schöne ist, die werden sich auch nicht mehr aufbauen, denn wenn ein Nullfeld von diesem Mitre-Geschoss getroffen wird, explodiert die Drohne, die über dem Nullifier drauf ist, und da kommt einfach kein Feld wieder. Das heißt, wenn wir einen im Team haben, der sich die ganze Zeit nur um die Nullifier kümmert, göttlich. Entwaffnende Reinheit für Pantera ist wieder so ein, naja, was soll ich dazu sagen, Mod. Wir haben eine 40% Chance, Gegner zu entwaffnen, die wir mit einem sekundären Feuer treffen. 40% ist zu wenig. Sekundärer Feuermodus braucht kein Entwaffnen. Sekundärer Feuermodus hat eine Reichweite von 5 Metern. Und das ist einfach nur absoluter Schrott. Explosion. Verbessert den Explosionsradius von sekundären Werferwaffen um 24%. Das klingt jetzt nicht viel. 24% mehr Radius sind 90% mehr Fläche, die abgedeckt werden. Und jetzt kommt das Interessante. Ich muss mal ganz kurz raustappen. Dieser Mod gilt für die Angstrom, die Castanas, die Kultstar, die Stuck, die Talons und jetzt kommt's für die Pox. Die Pox, unsere Mega-Support-Waffe, mit der wir die gegnerische Rüstung innerhalb von Sekunden runterschreddern können, die hat jetzt einen größeren Radius. Und glaubt mir, das hat so richtig, richtig in sich. Bei den anderen Waffen wie Kultstar und so ist es ganz nett, aber sag ich mal so, Kultstar, hätte ich eher Angst, dass ich mich selbst in die Luft jage. Talons, da kann's ganz cool sein. Bei den, was war die andere Waffe? Castanas ist das auch ganz cool, aber bei der Pox, das ist einfach nur göttlich. Dann, Flieger. Der Mod ist jetzt endlich mal wiedergekommen. Ich glaube, den habe ich schon seit 1,5-2 Jahren im Inventar. Wurde jetzt auch endlich gebufft. Und ich muss sagen, er ist immer noch useless. Während wir in der Luft sind, also springen oder sonst was, ist unser Schaden um 40% reduziert. Klingt zwar ganz nett, aber das ist nicht mehr als ein Gimmick. Also ich würde diesen Mod in keinen einzigen Warframe reinmachen. Nicht mal in C4, mit dem wir die ganze Zeit am Fliegen sind. Obwohl dieser Mod damals mit C4 rauskam. Also, naja. Der letzte Mod, Aufopferung. Und da sind wir wieder bei den Mods, die absolut gar nichts können. Rein von der Theorie ist es ja ganz nett. Der Wächter benötigt 4 Sekunden, um uns wieder zu beleben und sprengt sich dafür selbst in die Luft. Ja, da sind wir schon beim Punkt. Er sprengt sich selbst in die Luft. Das kann man zwar einigermaßen negieren, indem man den Regeneration oder Primed Regenerationsmod benutzt, aber ganz im Ernst. Wer von uns will denn wirklich die Gefahr eingehen, dass ein Wächter stirbt? Ein normaler Spieler, das setze ich jetzt einfach mal voraus, opfert sich selbst, bevor sein Wächter stirbt, oder nachdem sein Wächter gestorben ist, opfert er sich und belebt sich wieder, damit er seinen Wächter wiederbekommt. Weil die Effekte, die uns die Wächter bieten, sind einfach viel zu stark, als dass wir sie aufopfern würden. Ich sag jetzt nur mal Carrier, der uns die unendlich viel Munition geben kann. Ich hab's erst die Tage wieder getestet gehabt. Ich hatte die Ignis dabei, ich hatte die Krakata und so Waffen dabei. Ich habe 20 Wellen Dauerfeuer eigentlich gemacht und meine Munition war absolut voll gewesen. Also das war geil. Und wenn ich jetzt bedenke, mein Wächter opfert sich selbst, nur um mich zu reviven. Nein, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nein. Und es kommt noch eine Sache dazu. Wir haben in keinem einzigen Wächter Platz, um 2 neue Mods zu machen. Außer natürlich dem Shade, aber naja.
Weil Aufopferung müsste rein und Erneuerung oder Primed-Erneuerung. Aber ich habe es euch ja bereits gerade erklärt, das ist es einfach nicht wert. Ich denke, notfalls könnte man vielleicht irgendwie Platz für diese beiden Mods machen. Aber einfach, nein, das lohnt sich nicht. Good fortune, Tenno. Wie bereits erwähnt, beim Shade kann man das reinmachen, aber... Ja, okay, Shade braucht eh keiner. Wenn der sich opfert, wen interessiert's? Und ihr braucht euch jetzt nicht zu wundern, dass ich zu fast jedem Mod gesagt habe, der ist super schlecht. Das liegt einfach nur wirklich daran, dass die Mods fast alle super schlecht sind. Die beiden Mods, die ihr euch wirklich nehmen solltet, ist der Sekundärwaffen-Mod und der Miter-Mod. Die beiden sind einfach mega, mega geil. Was wollte ich machen? Miter hatte ich gesagt. Fun Fact, es lohnt sich, die Miter auf Crit zu modden. Und ich will unbedingt einen Riven-Mod für die Miter haben. Also da muss ich auch noch suchen, weil ich glaube, die kann richtig geil werden mit Miter. Sie kann zwar vom Damage her nicht mit einer Thread mithalten, auf keinen Fall. Aber von dem Useful-Faktor, also das ist einfach eine super geile Support-Waffe. Mega. Neutralisierende Gerechtigkeit ist drin. Wukong habe ich ausgerüstet. Und das Schöne ist, wir müssen nicht mal den Schuss aufladen. Wir warten jetzt, bis die ganzen Nullfelder aktiv sind. Zack, alle weg. Da alle weg. Da sind alle weg. Und ich habe vergessen, meinen Wukong zu triggern. Und jetzt ganz im Ernst, zeigt mir irgendeine andere Waffe, die so schnell 20 Nullfelder beseitigen kann. Also das war jetzt genau das, was ich euch zeigen wollte. Ich bin reingegangen, ich habe die ganze Zeit die nicht aufgeladenen Schüsse gemacht, alle Nullfelder waren weg, tot. Also, geil. Was anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Und es gibt jetzt natürlich die Fraktion, die behauptet, ja, man kann die Nullfelder ja auch mit anderen Waffen so easy wegbekommen. Man muss ja nur auf diese Schilddrohne oben drauf schießen. Ja, aber ganz im Ernst, wir müssen jedes Mal auf die Schilddrohne anvisieren und die dann auch noch treffen. Mit der Miter einfach irgendwo auf die Bubbles draufgehalten und tot. Und dann die andere Sache, die ich euch noch zeigen wollte, das waren die Kanoniere, 20 Stück. Da geht es jetzt nicht um die Anzahl, sondern nur um was anderes. Ich schieße jetzt hier auf den mittleren. Schaut euch das an. Die kriegen alle den Proc ab. Alle keine Rüstung mehr. Das ist traumhaft. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Das ist mega geil. Falls ihr Platin machen wollt, kauft euch diesen Sekundärmod. Falls er nach diesem Event jetzt rausgenommen wird, der wird so viel Platin wert sein. Alle keine Rüstung mehr. Falls ihr euch fragt, wie ich gerade so schnell die Rüstung von den Gegnern runterbekomme. Ruck, Pistolenpestilenz und dann noch ein Riven-Mod mit Statuschance. 100% Statuschance, Korrosionsschaden, gegnerische Rüstung innerhalb von Sekunden weg. Solche Waffen sollen einfach kein Damage drücken, sondern einfach nur das Team supporten. Stellt euch die Situation vor, ihr habt einen Bauban mit einer Vortex, alle Gegner werden eingesaugt, ihr braucht jetzt nicht mal mehr viermal ätzende Projektion oder dreimal, sondern ihr müsst einfach nur mit einer Pox in die Vortex reinhalten und schon haben die Gegner keine Rüstung mehr. Und durch diesen Mod wird das jetzt einfach noch einfacher, beziehungsweise je nach Situation könnt ihr auch auf die Vortex verzichten. Gut, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, welche zwei Mods man sich auf jeden Fall holen sollte. Und falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.